Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit der Aktionsvorschau für Version 4.2 Maskerade der Freveler Teil 1. Und 4.2 steht vor der Tür. Lass uns zusammen mehr über die Aktion der neuen Version erfahren. Oh, diese Fontaine-Unterschrift habe ich bisher noch gar nicht gesehen auf dem Artwork. Nice. Also, zuerst haben wir die Gebete. Wir haben in der ersten Rotation, das heißt direkt nach Aktualisierung auf Version 4.2, Furina im Gebet. Mit 4-Sterne-Figuren Charlotte, Kolai und Beidou. Das ist unser Gebet. Und zeitgleich noch den Rerun mit Baiju. Das heißt, in der zweiten Hälfte kommen dann Sino und Kamisato Ayato. Aber darum geht es hier noch nicht. Genau. Dann haben wir natürlich Gebet mit Furinas Waffe und mit Baijus Waffe. Ist ja ganz klar. Und mit ein paar 4-Sterne-Waffen. Gut, die sind jetzt nicht so ultra interessant, wahrscheinlich für die meisten Leute. Also ich denke jetzt, die wenigsten Leute werden für die extra beten gehen. Einhänder Opferschwert, Zweihänder Glocke, Stangenwaffe Drachenschreck, Katalysator Opferrituale und Bogen der Sehnenlose. Ach, das Opferschwert, das gibt's manchmal mit einem Boost? Ich dachte, das gehört zu diesen Standardwaffen, die keinen Boost bekommen. Wow. Aber gut, nur dafür wird es sich für mich zum Beispiel nicht lohnen. Okay, dann haben wir Aktion Takesies fantastische Abenteuer. Nimm teil und lade Sehnsucht nach verborgenen Tiefen Fremine ein. Oh, es gibt ein gratis Fremine bei der Aktion zu holen. Cool. Das ist die Hauptaktion der Version, erkennt man immer daran, dass man hier die Krone der Weisheit bekommt. Und man bekommt Fremine. Das ist echt cool. Ich habe ihn tatsächlich nicht. Ich fand ihn cool im Probelauf und so. Ich fand ihn, also auf mich hat er gewirkt wie eine der stärksten 4-Sterne-Figuren überhaupt. Und ja, nice, dass man den gratis bekommen kann. Teilnahmebedingungen, Abenteuerstufe 20 und das Lied vom Drachen und der Freiheit abgeschlossen haben. Für ein besseres Spielerlebnis soll man auch Archontenauftrag Kapitel 4, 5. Akt Maskerade der Frevler abschließen. Okay. Ja, ist immer nicht schlecht, wenn man das machen kann, aber viele Leute sind natürlich in der Story noch so weit zurück, vor allem wenn man erst vor kurzem angefangen hat zu spielen, dann ist das natürlich immer schwierig, so viele Aufträge so schnell fertig zu kriegen. Das geht eigentlich nicht. Aktion verlorene Stadt an der Front, Reich des Wassers. Prüfung zum Probieren von Figuren. Genau, da hat man irgendwie, ich glaube, sehr viele Figuren zum Ausprobieren. Wenn man nicht alles täuscht, jeden Tag. Also kann man, glaube ich, Teams bilden, die nur aus Figuren bestehen, die man selber gar nicht hat oder fast nur. Und ja, ist eine ganz normale Kampfaktion. Das heißt, ihr müsst kämpfen. Teilnahmebedingung ist tatsächlich nur Abenteuerstufe 20, sonst gar nichts. Dann haben wir Aktion Experimentaufzeichnungen zu grafischen Gegenmaßnahmen vom 17. November bis 27. November. Und hier müssen wir Fotografie anfertigen. Und dann gibt es noch eine Forschungs... Genau. Wir müssen Proben erhalten und diese gegen Forschungspreise eintauschen. Auch hier Abenteuerstufe 20, das Lied von dem Drachen und der Freiheit abschließen. Legendenauftrag Animula Choragi von Furina kommt natürlich auch. Nice. Und hier ist aber die Bedingung natürlich, dass wir erstmal den Archontenauftrag Kapitel 4, 5. Akt, was gerade der Freveler, abschließen. Geniale Beschwörung, gibt es wieder Glut des Schmiedereiches, endlose Schlacht. Ja, in dem Fall ist es nicht so wichtig, weil die Herausforderungen, die werden vorher, glaube ich, nicht bekannt gegeben, erst wenn es aktualisiert wird. Aber auf jeden Fall wieder viele Möglichkeiten, um zusätzliche Glücksmünzen zu verdienen. Dann haben wir Abenteuerbeistandspaket, wird wieder aufgefüllt, Empfehlungsverzehrpaket, die ganzen Hilfspakete im Handel, im Händler. Und dann haben wir noch Wirbeltanz, Erlebnispass. Vom Moment. Achso. Haben wir echt schon Dezember? Ja, tatsächlich, ne? Boah, ich wollte gerade sagen, 18. Dezember. Wollte gerade sagen, das ist ein Monat zu weit nach vorne, aber ne, tatsächlich leider nicht. Genau. Also einfach die vollen 6 Wochen. Neuer Erlebnispass mit den entsprechenden Belohnungen. Abenteuerstufe 20 muss man dafür erreicht haben. Und das war es auch schon mit dem kurzen Überblick. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Sachen von Teil 1. Das bedeutet immer die ersten 3 Wochen. Also falls jetzt jemand fragt, hey, wo sind die ganzen anderen Sachen, die noch angekündigt wurden? Das kommt alles in Teil 2 in den letzten 3 Wochen. Also eine Aktion oder eine Version geht ja immer 6 Wochen. Das hier Teil 1, ersten 3 Wochen, Teil 2, zweiten 3 Wochen sozusagen. Und genau, wäre auch zu viel, ganz ehrlich. Ich meine, das kann sich eh kein Mensch merken. Von dem her ist das wirklich nur so als Kurzüberblick gedacht, was so die nächste Zeit auf einen zukommt. 6 Wochen lang sich Aktionen merken und so. Erstens mal bringt es ja eh nicht so viel. Und zweitens, ja, kann sich ja eh keiner merken. Also deswegen macht das durchaus Sinn, dass sie das immer so geteilt ankündigen.
Einfach für das, was jetzt wirklich ab Mittwoch ansteht und nicht erst für das, was in 3 Wochen ansteht. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall hyped auf die Story hauptsächlich und auf den Legendenauftrag von Furina. Ich denke mal, das sind für mich so die Highlights. Ich werde wahrscheinlich weder Furina, ja, ich werde nicht wünschen, nicht pullen bei der Aktion. Und genau. Ja gut, ansonsten Fremini, dass man den noch gratis bekommt, ist auf jeden Fall auch nice. Genau. Und damit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Worauf freut ihr euch am meisten? Furina oder doch eher die Story, wo Fontaine wahrscheinlich komplett unter Wasser gesetzt wird. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich auch wieder. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.